Hallo Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zu meinem neuesten Star Wars Video. Ihr seht das vielleicht, ich trage meinen Ugly Star Wars Christmas Sweater. Piu, piu, piu. Und daran könnt ihr erkennen, dass Weihnachten ist. Und ja, bevor ich jetzt gleich mich aufmache zu meiner Familie und mit denen zusammen Weihnachten feiere, habe ich noch so ein paar Minütchen Zeit und die möchte ich nutzen, um tatsächlich endlich mal zeitnah auch wirklich ein neues Star Wars Video rauszubringen. Denn ihr kennt das, ihr müsst bei mir immer unfassbar lange warten zum Teil, bis da irgendwelche neuen Videos kommen. Und deswegen als kleines Weihnachtsgeschenk für euch jetzt schon sehr zeitnah das neue Star Wars Video. Rogue One ist ein hammerguter Star Wars Film und er ist einfach vollgestopft mit Easter Eggs. An jeder Ecke gibt es wirklich Easter Eggs. Und diese Easter Eggs lohnen tatsächlich, um endlich mal wieder ein eigenständiges Star Wars Video nur zu diesen Easter Eggs zu machen. Denn da gibt es einigen Klärungsbedarf und einige Sachen, die man auch mal erklären müsste. Und deswegen habe ich jetzt für euch dieses Video. Ich präsentiere euch die besten Easter Eggs in Rogue One erklärt. Eva-San und Ponda Baba. Die beiden Raufbolde aus der Mos Eisley Kantine auf Tatooine haben einen Auftritt in Rogue One. Als Jin und Cassian auf Jeddah unterwegs sind, wird Jin von den beiden angerempelt. In Episode 4 prahlen sie damit, dass sie auf mehreren Planeten gesucht werden. Vermutlich so auch auf Jeddah. Aus diesem Grund sind sie wahrscheinlich weiter nach Tatooine, nur um kurze Zeit später in eine Schlägerei mit Obi-Wan und Luke zu geraten. Blaue Milch. In der Anfangsszene von Rogue One sehen wir, wie Jin mit ihren Eltern ein Farmerleben führt. Sollte euch irgendwie ein bisschen bekannt vorkommen. In der Küche der Familie sehen wir einen großen Kanister mit blauer Milch stehen. Dieselbe Milch, die auch Luke mit seiner Familie auf Tatooine zu sich nimmt. Blaue Milch scheint also der letzte Schrei in der Galaxis zu sein. Ich weiß, nichts Weltbewegendes, aber wie ich finde, ein nettes kleines Detail. Das sind tatsächlich die Droiden, die ihr sucht. Unser allerliebstes Droiden-Duo hat ebenfalls einen kurzen Auftritt in Rogue One. Kurz bevor die Rebellenflotte sich auf den Weg nach Scarif macht, um der Rogue One-Einheit zu helfen, sieht man die beiden kurz im Hangar stehen. C-3PO und R2-D2 sind damit die einzigen Charaktere, die einen Auftritt in jedem Star Wars-Film haben. Vorausgesetzt natürlich, man zählt Anakin und Darth Vader als separate Charaktere. Helft mir, Obi-Wan Kenobi! Ihr seid meine letzte Hoffnung! Mon Mothma ist sich der misslichen Lage bewusst, in der sich die Rebellion während Rogue One befindet. Das Imperium wird immer stärker und sie haben diesem kaum noch etwas entgegenzusetzen. Ihr gehen die Optionen aus, weswegen sie sich an einen letzten Strohhalm klammert. Sie fragt Bail Organa, ob er nicht mit seinem Jedi-Freund in Kontakt treten könnte, der sich zurzeit versteckt, aber Bail Organa in den Klonkriegen eine große Hilfe war. Organa antwortet ihr darauf, dass er solch eine wichtige Aufgabe nur jemandem anvertraut, dem er auch sein eigenes Leben anvertrauen würde. Die beiden sprechen selbstverständlich über Obi-Wan Kenobi als auch Prinzessin Leia. Dieses Gespräch zwischen den beiden ist also der Ursprung für eine der bekanntesten Szenen in ganz Star Wars. X-Wing-Piloten. In Rogue One wurde nicht nur Tarkin als Charakter wiederbelebt, sondern auch die Anführer der X-Wing und Y-Wing-Schwadron, Red Leader und Gold Leader. Die Filmemacher haben sich hier Material bedient, welches eigentlich für Episode 4 gedacht war, damals aber dann doch nicht benutzt wurde und rausgeschnitten wurde. Dieses Material wurde jetzt für Rogue One benutzt und somit wurden Garvin Dryce und John Vender im Film integriert. Während der Schlacht um Scarif gibt es außerdem einen X-Wing-Piloten, der ein bisschen länger in Szene gesetzt ist und der schreit, die sind an mir dran, sie sind an mir dran, nur um dann halt abgeknallt zu werden. Das war Red 5, der Pilot, welcher später fehlt und dessen Nummer Luke Skywalker im Kampf um den Todesstern annimmt. Wir wissen jetzt also, warum überhaupt ein Platz in der Schwadron für Luke Skywalker frei war. Star Wars Rebels. In der Animationsserie Star Wars Rebels sind die Hauptfiguren in ihrem treuen Schiff der Ghost unterwegs. Dieses Schiff kann man tatsächlich mehrfach in Rogue One sehen. Das erste Mal sehen wir das Schiff außerhalb des Rebellenstützpunkts auf Yavin 4, als Jin und Andor sich bereit machen, nach Jeddah zu fliegen. Gegen Ende des Films bei der Schlacht über den Planeten Scarif sehen wir die Ghost ebenfalls mehrfach. Es ist eines der Schiffe, das im Hintergrund herumfliegt und sich am Kampfgeschehen beteiligt.
Der gemeine Miesmacher könnte jetzt argumentieren, dass es sich hier um sonst ein Schiff handeln könnte, welches nur ähnlich aussieht. Das ist aber nicht der Fall. Wir bekommen im Film die Bestätigung, dass es sich tatsächlich um die Ghost handelt. Immerhin sehen wir Chopper, den Astromech-Droiden der Ghost, ebenfalls gegen Ende des Films. Als die Nachricht um den Kampf über Scarif die Rebellion auf Yavin 4 erreicht, rennt ein Rebellenoffizier zu Mon Mothma, um diese darüber zu informieren. In dieser Szene kann man im Hintergrund Chopper entdecken. Aber ja, hier könnte man sagen, dass es sich lediglich um einen Droiden handelt, der Chopper ähnlich sieht. Wenn man aber genau aufpasst, kann man in der Szene, in der Jin das erste Mal die Rebellen auf Yavin 4 trifft, im Hintergrund hören, wie General Syndulla ausgerufen wird. Syndulla ist der Nachname von Hera, des Captains der Ghost aus Star Wars Rebels. Immer noch nicht überzeugt? Ihr erinnert euch doch sicherlich an die Szene, in dem ein Rebellenschiff einen Sternzerstörer des Imperiums rammt und in ein anderes Schiff schiebt, wodurch der Schildgenerator zerstört wird. Die Schiffe sind Hammerhead Cruiser und wurden in Star Wars Rebels von der Crew der Ghost für die Rebellion gestohlen. Oh, und in der Folge arbeiten sie sogar mit Prinzessin Leia zusammen, wollt's nur gesagt haben. Es ist einfach großartig, dass die Animationsserie so in die Filme integriert wird. Ich vermute, wir werden in einer kommenden Staffel von Star Wars Rebels den Kampf um Scarif noch einmal erleben, nur eben aus der Sicht der Crew der Ghost. Und ich kann's kaum erwarten. Der Fehler im Todesstern. Nicht wirklich ein Easter Egg oder eine Referenz, sondern eher ein Beispiel für einen Retcon. Jahrelang haben sich Fans die berechtigte Frage gestellt, wie der Todesstern solch einen offensichtlichen und fatalen Schwachpunkt haben kann. Klar, die Öffnung ist klein, aber wenn ein einziger Torpedo ausreicht, um eine Station von der Größe eines Mondes zu zerstören, dann ist diese ultimative Kampfstation doch gar nicht mal so ultimativ. Durch Rogue One wissen wir nun, dass Galen Erso diese Sollbruchstelle absichtlich im Todesstern versteckt hat, um der Rebellion eine Chance zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt beim Schauen von Episode 4 jedes Mal an Galen Erso und seinen cleveren Plan denken müssen. Darth Vaders Schloss. In Rogue One sehen wir Darth Vader tatsächlich das erste Mal bei sich zu Hause. Dass Darth Vader ein Schloss hat, ist keine neue Idee. Eigentlich sollte das Schloss bereits in Episode 5 auftauchen, wurde während des Drehs dann aber doch wieder aus dem Film geschrieben. Im Star Wars Legends Universum, welches nun non-Kanon ist, war das Schloss später übrigens auf dem Planeten Vijun. Im neuen Star Wars Kanon ist das Schloss aber tatsächlich auf dem Planeten Mustafa. Darth Vaders Zuhause befindet sich also auf dem Planeten, auf dem Anakin sich schlussendlich der dunklen Seite hingegeben hat, er seine Frau und seine ungeborenen Kinder fast getötet hat und schließlich von seinem besten Freund und Mentor, Obi-Wan Kenobi, komplett besiegt und verstümmelt wurde. Mustafa ist ein Sinnbild für Anakin Skywalkers Versagen und die Geburtsstunde von Darth Vader. Dieser dunkelste Tag im Leben von Anakin soll ihm ständig vor Augen geführt werden, damit er nicht vergisst, was ihn schlussendlich zu Darth Vader gemacht hat. Die Sith beziehen ihre Kraft aus ihrer eigenen Leidenschaft, ihrer Wut, ihres Hasses. Bei Darth Vader ist das Selbsthass. Um diesen Selbsthass kontinuierlich anzufeuern, hat der Imperator Vader befohlen, sich seine Unterkunft an genau diesem Ort zu bauen, da ihn dies auf lange Sicht an die dunkle Seite und den Imperator binden würde. Darüber hinaus ist es außerdem sehr praktisch, dass Vaders Schloss auf dem Fundament eines alten Sith-Tempels gebaut wurde, welcher gegebenenfalls wertvolles, uraltes Wissen über die Sith beherbergt. Wenn es wirklich ein Foreshadowing zu Episode 8 in Rogue One gibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das Schloss von Darth Vader ist. Immerhin erscheint mir dieser Ort als einer, der sowohl für Luke Skywalker als auch für Kylo Ren sehr interessant sein könnte. Planet Jeddah – Ursprung der Jedi? Der Planet Jeddah hat eine lange Geschichte mit der Macht. Das wird allein dadurch deutlich, dass man auf der Oberfläche des Planeten die Ruinen von alten Jedi-Statuen sehen kann. Außerdem war bis zu seiner Vernichtung durch den Todesstern noch immer der Orden der Wills auf dem Planeten ansässig. Dazu sage ich gleich noch was. Das Imperium befindet sich auf Jeddah, um dort Rohstoffe für den Todesstern abzubauen. Kyberkristalle. Kyberkristalle sind die Kristalle, die das Herzstück eines jeden Lichtschwerts bilden. Der Kyberkristall ist das, was dem Lichtschwert seine Energie, aber auch seine Farbe gibt. Das Imperium hat also auf dem Planeten Jeddah nach Lichtschwertkristallen geschürft, um diese für den Laser des Todessterns zu nutzen. Wenn man jetzt bedenkt, dass auf Jeddah ein riesiger Vorrat an Kyberkristallen war und die Wills dort nach vielen tausenden Jahren immer noch ansässig sind
und wir auch diese riesige Statue der Jedi haben, die es noch nicht mal auf Coruscant gibt, wäre es da nicht vielleicht möglich, dass Jeddah im neuen Star Wars Kanon der Ursprungsplanet aller Jedi sein könnte? Die Wills, Chronisten des Universums. Shirut Imwe und Baze Malbus werden beiläufig als Mitglied einer religiösen Gruppierung beschrieben, die fest an die Macht glaubt, die Wills. Auch wenn man die Wills nun zum ersten Mal in den Film erwähnt hat, haben die Wills eigentlich eine tiefe und wichtige Geschichte im Star Wars Universum. Als George Lucas Anfang der 70er die grobe Story für sein Star Wars Universum schrieb, nannte er Episode ursprünglich noch wie folgt: Die Abenteuer von Luke Starkiller, übernommen aus den Protokollen der Wills, Teil 1. Nachdem Lucas den Namen aber dann abgeändert hat, verschwanden die Wills lange Zeit wieder, bis sie in ein paar Nebengeschichten des Legends-Kanon hin und wieder mal auftauchten. Ihre wichtigsten Auftritt hatten sie dann aber wieder in Episode 3, Die Rache der Sith. Im Film wird am Ende erwähnt, dass Qui-Gon Jinn, Obi-Wans alter Meister aus Episode 1, es geschafft hat, aus den Tiefen der Macht zurückzukehren. Wie er das geschafft hat, wird in den Filmen nicht thematisiert. In der Romanversion, die zum Teil deutlich ausführlicher ist, wird aber erwähnt, dass Qui-Gon Jinn das Wissen von einem Schamanen, der Wills hat. Mit dieser Fähigkeit konnte er sein Bewusstsein nach seinem Tod in der Macht erhalten und sowohl mit Anakin als auch mit Yoda und Obi-Wan noch nach seinem Tod sprechen. Yoda und Obi-Wan entwickelten diese Technik später weiter und so waren dann die ersten Machtgeister geboren. Eine Fähigkeit, ohne die der Jedi-Orden auf gut Deutsch gesagt komplett am Arsch gewesen wäre. In der Romanversion von Episode 7, Das Erwachen der Macht, tauchen die Wills ebenfalls auf. Der Roman wird nämlich mit einem Zitat der Wills eingeleitet. Erst kommt der Tag, dann kommt die Nacht. Nach Dunkelheit scheint durch das Licht. Es heißt, dass dieser Unterschied nur beseitigt wird durch die Auflösung des Grau in verfeinerter Jedi-Sicht. Tagebuch der Wills, 7.477. Dieses Zitat umgreift grob die Story von Episode 7, wenn man einen Moment mal drüber nachdenkt. Das Interessante hierbei ist aber auf jeden Fall, dass die Wills in Bezug zu Episode 7 bei der Planung berücksichtigt wurden. Warum werden die Wills auf einmal im Roman zu Episode 7 erwähnt, wenn sie in Episode 4 bis 6 außer Acht gelassen wurden, nur um dann in Rogue One wieder erwähnt zu werden? Beides wurde jetzt erst von Disney umgesetzt und wie wir wissen, plant Disney gerade sein neues großes Star Wars Universum. Dieser Gedanke führt mich nun zu meiner kleinen neuen Snoke-Theorie. Snoke, Schamane der Wills. Von offizieller Seite wurde mittlerweile indirekt verneint, dass es sich bei Snoke um Darth Plagueis handeln könnte. Es wurde definitiv gesagt, dass Snoke ein Charakter ist, der zuvor noch nie in einem Star Wars Film aufgetreten sei. Auch wenn ich es nach wie vor am wahrscheinlichsten halte, dass es sich bei Snoke um Darth Plagueis handelt, hat die Neueinführung der Wills eine Tür für weitere Spekulationen aufgemacht. Wir wissen über Snoke eigentlich nur, dass er schon sehr alt ist, vertraut mit der Macht ist, aber weder ein Sith noch ein Jedi ist. Er hat bereits so lange gelebt, dass er sowohl den Aufschwung als auch den Zerfall des Imperiums miterlebt hat. Wäre es also möglich, dass Snoke ein Wills-Schamane ist? Als Wills-Schamane hätte er Fähigkeiten der Macht, die es mit denen der Sith und Jedi aufnehmen können. Darüber hinaus hätte er unvorstellbares altes Wissen, das die Wills als die Chronisten der Galaxie nun einmal besitzen. Warum ist Snoke weder Sith noch Jedi? Weil er ein Wills ist. Ich sage es nochmal, immer wieder werden die Begriffe Jedi und Sith missverstanden als Person, die die helle Seite der Macht nutzt und Person, die die dunkle Seite der Macht nutzt. Jedi oder Sith zu sein, heißt aber eigentlich nur, ich bin in der Macht trainiert und folge der Religion der Jedi, wohingegen Sith dasselbe für die dunkle Seite bedeutet. Wenn Snoke also ein Wills ist und nun einmal deren Doktrin folgt, wäre er weder Jedi noch Sith, aber mindestens genauso mächtig. Es wäre außerdem möglich, dass Snoke Kylo Ren mit Informationen geködert hat, die nur er als Wills besitzt. Vielleicht haben wir hier eine ähnliche Situation wie damals bei Anakin und Palpatine, der Anakin versprochen hatte, ihm beizubringen, wie Anakin den Tod verhindern könne. Wenn Snoke nicht Darth Plagueis ist, ist es für mich am wahrscheinlichsten, dass er ein Wills ist. Warum sollte man die Wills ansonsten in Rogue One einführen? Sie und der Planet Jeddah sind tatsächlich die einzig wirklich neuen, gegebenenfalls relevanten Details, die wir in Rogue One bekommen. Und auch nur diese beiden Details zusammen ergeben gemeinsam Sinn. Alles andere ist aus jetziger Sicht unwichtig oder war bereits bekannt. Tja,
Aber ob er nun ein Wills ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich frühestens in Episode 8 erfahren. So, das waren meine Erklärungen zu den Easter Eggs. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen soweit, es war nicht zu anstrengend. Und ja, mich interessiert es natürlich, was denkt ihr über das Ganze? Denkt ihr, Snoke könnte einer der Wills sein? Glaubt ihr, er hat einen ganz anderen Ursprung? Was glaubt ihr, wird in Episode 8 passieren? Erfahren wir da schon wirklich, wer Snoke ist? Oder wird das noch herausgezögert bis Episode 9? Wie hat euch das Video gefallen? Ich habe das ja jetzt mal ein bisschen anders gemacht. Und das eigentlich nur mit Bildern gemacht, ohne dass ihr die ganze Zeit mein dummes Gesicht sehen musstet. Das sieht ihr jetzt nur jetzt und am Anfang. was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut, dass ich das so gemacht habe? Findet ihr diese Art von Video besser? Oder sagt ihr, nö, ich finde das besser, wenn du da den Hampelmann machst und das ist unterhaltsam und macht das mal lieber das weiter so? Mich würde es interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich wie immer. Alles zu lesen. Ich wünsche euch frohes neues Jahr. In 2017 geht's dann nerdkalyptisch weiter mit meinem Rise to Internet Domination. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich auch weiterhin dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich, möge die Macht mit euch sein. Where'd you get the force from? Where'd you get the force from? Where'd you get the force from? They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it. Hey, where'd you get the force from? They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it. Hey, where'd you get the force from? I got it from my dad, 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 dad,